Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon Rubin. Und ihr seht schon, ihr denkt euch bestimmt, hä, war mich davor nicht in VSV-Hafen? Und habt ihr recht, denn meine letzte Episode, die eigentlich Folge 9 sein sollte, dachte ich so, nö, ich habe heute keine Lust mehr. Ich komme einfach nicht online. Was heißt ja online? Ich komme einfach nicht in dein Camtasia, ne? Ich öffne mich einfach mal gar nicht, ne? Naja, da konnte ich halt nichts machen. Ich habe alles versucht, um die neue Folge irgendwie zu retten, aber ging leider nicht. Na egal, aber ich habe das Spiel auch lange nicht mehr gespielt, denn ihr wisst ja, ich habe auch Poco MMO am Laufen und ich guck mal, was für Pokémon wir nochmal hatten. Also wir hatten ein Knilz, ein Zickzacks, ein Gewaier, ein Bummels, ein Schwalbini und Junglut. Und ja, ich hatte auch mal gesagt gehabt, dass ich hier selber nochmal trainieren werde. Werde ich auch, aber habe noch nicht die Zeit gehabt. Ich werde 100 pro leveln, das ist klar. Aber erst, wenn ich Zeit habe. Wir haben schon unseren ersten Dorn in der letzten, ja, vorletzten Folge eigentlich. Und Tentacha. Das Ding ist auch Gift. Das weiß ich. Was Level ist das denn? 12, scheiße. Ich versuche mal Schwalbini. Ich beschleunige einfach mal das. Und wer, du bist vergiftet. Oh, zum Glück. Schnabel. Schnabel. Schaut doch unbedingt beim Pokémon da, vorbei. Denn da mache ich auch mit dem Creepfan Videos. Pokémon online zusammen. Das ist richtig geil. Kann ich auch nur weiterempfehlen, das Spiel. Richtig geil. Kann man Pokémon kaufen, etc. Das Tentacha geht mir gerade mega auf den Sack. So, Tentacha weg. Knilze erhält 35 LP und Schwalbini auch. Dann ist schlecht. Ich muss Schwalbini trainieren an sich. Weil der nächste Arena-Leiter ist Kampf. Und ich gehe meine Pokémon heilen. So. In der Höhle gibt es, würde eigentlich Knilze eigentlich einen guten Job machen. Der schwimmt mit Kapilz zusammen. Das ist ein richtig cooles Pokémon. Gewaier ersetzt sich durch ein anderes Wasser-Pokémon, habe ich mich jetzt entschieden. Aber ich weiß halt noch nicht welches. Ich weiß nicht, vielleicht besorge ich mir einen Schmerbe oder so. So ein Welser ist ja auch cool. Willst du kämpfen? Ja, wir kämpfen. Also ich bevorzuge beim Fischen natürlich überwiegend das Meer. Ich habe vergessen vorzulesen. Ich muss sie ja vorlesen, mein Pokémon mache ich das gar nicht. Also ich mache erstmal Absorber. Platscher. Die Attacke, die einzig dazu kreiert wurde, Arceus zu besiegen. Und wenn ihr diese Anspielung verstanden habt, finde ich euch richtig cool. Denn Platscher ist Arceus einzige Schwäche. Aber leider geben Carpador überhaupt gar keine EP. Ja, Tentacha. Ich lasse es drin und dann wechsle ich einfach wieder gegen Schwalbini aus. Obwohl, weißt du was? Versuch's trotzdem. Tschüss. Volltreffer, genau. Schwache Spur. Ich müsste ja Absorber Neutral sein. Ja, neutral. Boah, Alter, ich gebe nicht auf. Ich soll das Ding jetzt einfach weg. Superschall. Fuck. Knilz ist verwirrt. Fuck. Aber ich hätte auch eine andere Idee. Wenn wir schon dabei sind, können wir Bummels dabei trainieren. Giftschachel, scheiße. Ja, egal, Bummels kriegt ja durch Egelsamen KP wieder. Kratzer. Jetzt faulenzt der Bummels. Ja. Wusste ich's.
Egal, wir bekommen ja alle unsere KP wieder. Und Bummel steigt wahrscheinlich auch. Nee, Level aufsteigen wird er wahrscheinlich nicht, aber wir bekommen zumindest ein bisschen DP. Knilz steigt zumindest Level auf, das ist auch sehr gut. Ja, oh, er steigt sogar Level auf. Das ist schon mal etwas Cooles. Carpador, da wechsle ich ja gerne gegen Knilz aus. So, Absorber. Knilz ist Boss. Von wegen fucking Carpador einfach schneller ist als ich. So. Dann bekommen wir erstmal ein bisschen Geld. So, dann heilen wir mal unsere Pokémon. So. Was hast du zu sagen? Auch wenn in deinem Team ein kampfunfähiges Pokémon ist, du kannst außerhalb des Kampfes eine versteckte Maschine, eine VM anwenden. Ja, das weiß ich. Denn ist ja klar, wenn ein Pokémon, sagen wir mal, durch Flammenwurf so schwer verbrannt wird, ne, so Verbrennung 10. Grades oder so, macht es einfach Sinn, der Pokémon rauszuholen und eine sehr körperlich belastende Attacke durchzuführen. Was sagst du? Hey du, hier ist es hier ist es schrecklich dunkel. Eine Forschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorher schon mal hier war, Troy heißt er, glaube ich. Der weiß, wie man Blitz einsetzt, daher wird es ihm wohl gut gehen. Aber das Motto unter uns Wanderern heißt, jedem aus den Klemme helfen. Jeder aus der Klemme helfen, Entschuldigung. Deshalb bekommst du dies von mir. Danke. Alter Mann. Bring dein Pokémon die vor einem Blitz bei und setze sie ein. Dann wirst du selbst die dunkelste Höhle von Licht erfüllen. Aber um das einsetzen zu können, brauchst du den Orden der Arena von Fausthauhafen. Ach, ich bin Pro, ich brauche doch kein Licht. Aber Fluchtseil, glaube ich, ja. Ich, the Great, nee, dann brauch doch gar kein Licht. Oh fuck. Makuhita. Wechsle mal zu Schwalbini aus. Fuck Tackle. Aber wir haben ja Schnabel. Er hat mir gesagt, dass sie sich geschüttet. Los, rechne ich. So, weggeklatscht das Ding. So, rein hier. Ich brauche kein Licht. Ich habe meinen Instinkt. Makuhita. Level 11 sogar. Das könnte sogar ein bisschen schwierig werden. Nein, bitte nicht. So, jetzt Schnabel schon wieder und ja, das Ding so weg hier. Erreicht Level 12 und Schwalbini? Nichts. Ey, ich hätte einen Schutz kaufen sollen. Oh, Abra. Würde ich zu gern fangen. Problem nur, erstmal das und Problem nur, das ist ja ein Emulator und damit kann ich wohl kaum ein Simsala bekommen. Stolunior. Ah, fuck, Stoll aus, das ist ja cool, aber. Nee, gegen das kämpfe ich jetzt nicht. Boah. Stolunior, verpiss dich. Verschwinde.
Ey. Ey, Schüsse! Fucking Abra Alpha. Dich werde ich auch eh nicht fangen. So, wo sind wir? Oh, oh. Kein Random Encounter. Fuck. Flunkiefer. Aber ich weiß nicht. Soll ich's fangen? Ja, ich fang's. Trüge Tränen, scheiße. Wow. Oh, wow. Da muss ich erstmal, glaube ich, Jungluk kümmern. Los. Blut. Bitte stirb nicht. Oh, zum Glück. Jetzt mal in den Beutel gucken und einen Pokéball. Willst du mich verarschen? Verdammt, ich werde dieses Funkkäfer fangen. Was komme, was wolle. Pokéball. Ich drücke auch A, obwohl es nichts bringt. Willst du mich verarschen? Boah. Nein, Superball. Ey, was? Boah, Alter, weißt du was? Das ist mir nicht wert. Drei Pokébälle für ihn verschwendet. Fick dich. Hier oben ist, glaube ich, etwas. Ach, fuck. Nein, ich werde nicht zuerst den Ohren machen. Ich gehe erst dahin. Erst Troy. Und hier gibt es kein einziges Kleinstein oder so. Aber wir haben Ewigstein gefunden. Was an sich nicht schlecht ist, aber brauche ich halt nicht. Alter! Verschwinde, Abra! Kannst doch nur Teleport. Oh nein, das Abra lässt mich nicht flüchten, weil Teleporter ist. Oh Gott. Oh. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh. Oh, oh. Makuita! Zubat. Ja, immer eine Abwechslung. Na egal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.